Kleine Booster haben hier nicht ausgereicht. Schönen Dank. Und die großen tun wir auch weg. Dafür setzen wir jetzt eine Nummer größer da dran. Sonst kommen wir hier gar nicht vorwärts. Also. So einmal und dann doch die lange Stange. Zack. Die lange Stange. Das wird eng. Das wird sehr eng. Nehmen wir die andere Spitze. Jo. Aber damit sollten wir... Ich spreche schon wieder im Konjunktiv, ne? Damit sollten wir sehr, sehr gut nach oben kommen. Also hier oben klebe ich das nochmal ein bisschen fest. Ich habe jetzt keinen zusätzlichen Sprit mit dran. Wenn ich die beiden zusammen starte, dann sieht es gut aus mit dem Schub. Ja, das sieht vernünftig aus. Das sieht vernünftig aus. Was ist der Unterschied zwischen Vakuum- und Nicht-Vakuum-Triebwerken? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Nicht-Vakuum-Triebwerke. Im Prinzip ist es nur, wie die Düse geformt ist. Ab wann du einen Strömungsabriss hast. Vakuumtriebwerke haben meistens eine viel größere Glocke, also so Engine Bell, viel, viel größer, weil das Gas, das heiße Gas, expandiert ja. Warte, ich erzähle das, während wir hier nach oben fliegen, würde ich einfach mal sagen. So, Staging ist okay, so wie ich mir das vorstelle. Die Triebwerke, die in der Atmosphäre eingesetzt werden, haben meistens eine viel kleinere, weil du hast noch den Luftdruck. Das kann man ganz wundervoll sehen bei den Starts von Falcon 9, weil die einfach die besten Kameras haben. Je höher die kommt, desto breiter wird unten der Engine Plume, also diese Wolke. Das heißt also, der Luftdruck nimmt ab, also expandiert das Gas größer. Das heißt, je höher die Rakete kommt, desto länger müsste es eigentlich die Engine Bell machen, um noch mehr Effizienz aus dem verbrannten Triebwerk rauszubringen. Das war ein riesiges Problem beim Space Shuttle, weil die haben ja diese drei großen Triebwerke. Da gibt es auch Videos von, wo man sieht, das Space Shuttle ist quasi fast an der Grenze zum Strömungsabriss. Die Engine Bells hinten am Space Shuttle sind so groß, dass sie so gerade noch in der Atmosphäre funktionieren und je höher sie kommen, werden sie immer effizienter. Das ist der Unterschied zwischen, also wie quasi die Auslassdüse geformt ist. Und wenn du eine Vakuum-Engine in der Atmosphäre zündest, und das ist das Problem, was wir eben hatten, ich mach mal Sonnenaufgang, das Problem, was wir eben hatten, ist, du hast eine sehr, sehr große Glocke, aber es gibt einen Außendruck. Das heißt, der Druck ist so hoch, dass von außen der Luftdruck reindrückt und du hast einen Strömungsabriss des heißen Gases innen an der Glocke. Das heißt, innerhalb der Düse gibt es Verwirbelungen und dein Triebwerk ist längst nicht produziert längst nicht so viel Schub, wie es das täte unter idealen Bedingungen. Deswegen große Glocken in der Atmosphäre, blöd. Ja, so kann man mich ruhig zitieren. Große Glocken in der Atmosphäre, blöd. Finde ich einen schönen Satz. Ist ein bisschen zu lang für ein T-Shirt. So. Andere Booster und ab dafür. Oh ja. Da sitzt jetzt ordentlich Dampf dahinter. Muss man auch gucken. In der Beschreibung der verschiedenen Triebwerke steht immer der spezifische Impuls für Vakuum und für Normalluftdruck. Bei ganz, ganz viel, also wenn du da im Vehicle Assembly Building bist und dir die Triebwerke anguckst, steht da verschiedene spezifische Impulse für verschiedene Drücke. Und Vakuum-Engine sind einfach optimiert dafür, dass du sie außerhalb der Atmosphäre benutzt. Und wenn du sie auf dem Launchpad benutzt, dann wird das nicht gut. Ganz einfach. Kannst ja auch mal einen Versuch machen.
Oh Mann, ey. Das Ding hier ist jetzt ganz schön schnell. Hui. Versuch mal ein bisschen. Und da sind unsere Booster weg. Uiuiuiuiui. Jetzt drehe ich mal ein bisschen zur Seite. Lass mal Richtung Umlaufbahn mich drehen. Und ich denke mal, ich werde die Hülle nicht so schnell abstoßen, wie wir das eben gemacht haben, sondern wahrscheinlich über 50.000 Kilometer, wo die Luft wirklich super, super dünn ist. Prost! Lichanos, Ovon, wenn das richtig ausgesprochen ist. Prost! So, ich peile mal so 90 Kilometer an. Und da sind wir auch gleich. Jo. Und dann sind wir auch hoch genug und Fairing. Na, Mist. Ist irgendwas kaputt gegangen? Solarmodul. Und Solarmodul ist noch intakt. Alles andere ist mir egal. Gott sei Dank. So. Wir sind im Weltraum. Jawoll. Mit sehr viel Strom für die Muniosität. Einmal als Ziel setzen. So. Noch eine Minute, dann machen wir mal ein bisschen Fast Forward und wir drehen uns. Uiuiuiuiui. Aber wenigstens bleibt die große Stufe nicht im Orbit. Die ist nämlich jetzt ausgebrannt. So, und hier sieht man es auch schön. Das ist eine Vacuum Engine. Viel größere Glocke. Ja, also hier ist es sehr, sehr schön dargestellt. Die Dinger funktionieren halt viel besser im Vakuum. Und ich muss ein bisschen hochbrennen. Noch ein Stück. Ist dann doch noch mal. Hätte ich ein bisschen mehr aufpassen müssen. Oh, was war das? Mein Rechner hat gerade komische Geräusche gemacht. Ihr habt das auch gehört, nehme ich an, oder? Das war ganz, ganz seltsam. Wie in guten alten Zeiten, wo Spiele plötzlich anfangen zu ruckeln. So. Jetzt sind wir fast im Orbit. Können wir noch mal ein bisschen vorspulen. So. Und da haben wir es geschafft. Super. Und fast ganz symmetrischer Orbit. 93,7 zu 93,3 Kilometer. Hervorragend. So. Wir sind im Orbit. Wir haben noch 1500 in der einen Stufe und 1400 in der anderen. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein, da dann jetzt ein Andocken hinzubekommen. Dann machen wir mal hier ein Manöver und versuchen den Mond zu treffen. Und dann auf dem Mond machen wir mal hier Ziel setzen.
Das wird wahrscheinlich schwierig. 34. Ich probiere mal hier auch was am Winkel zu tun. Ne, Carbon Upper Upsis will ich nicht wissen. So, 20 Kilometer, damit fühle ich mich wohl. Und dann gucken wir, wie wir einen Rendezvous-Kurs hinkriegen mit denen. Aber jetzt haben wir endlich mal jetzt haben wir endlich auch mal ein bisschen mehr Strom, ein bisschen mehr Batterien auf unserer Station. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr davor fürchten, in den Schatten des Mühen zu geraten. So. Und einmal dahin beschleunigen. Sind nur 849. Sehr schön. Eine Minute 28 heißt 44 Sekunden Brenndauer. Und los. So, wir haben nicht mehr viel. Ja, wir werden sehr, sehr viel Sprit aus dieser Stufe ausgegeben haben, aber wahrscheinlich werden wir ein bisschen was übrig behalten. Oder wir werden so gerade, dass wir die abgetrennt haben, mit einem idealen Schwerpunkt da oben hinbringen. Und dann haben wir zwei neue Docking-Ports, zwei größere, um dann neue Teile dran zu bimseln. Das doch was. Und da sehen wir wieder den Mühen. Also wenn der Mühen tatsächlich über dem Horizont auftaucht, ist es echt ein guter Indikator, auch ohne Manöver-Node. Dann kommt man wahrscheinlich sehr, sehr gut dahin. Oh, und hier fliegen wir in den Sonnenuntergang. Abendrot. Und da sind wir im Dunkeln. Großartig. So, wie sieht's hier aus? Jo. Achso. Physikalischen Time Warp können wir mal machen. Oh. Bin ich optimal, ein bisschen nachkorrigieren. Und da haben wir es geschafft. Wie sieht unsere... Oh, 11 Kilometer. 22 Kilometer. Das gefällt mir. So. Dann würde ich sagen, spulen wir mal 5 Stunden vor. Oh, was ich natürlich nicht gemacht habe, was mir jetzt gerade auffällt, wo ich sehe, wie unsere Signalstärke nachlässt. Wir haben keine Antenne an unsere Sonde dran gemacht. Noch 21%. Das müsste reichen. Mond ist nicht so weit entfernt. Ja. Ja, Mist, ey. So. Antenne habe ich natürlich nicht dran gedacht, aber das müsste reichen, um da in der Richtung was zu machen. Und, wir haben jetzt wieder eine große Stufe dabei, die wir auf den Mond knallen lassen könnten, um seismische Aktivität auszulösen. Übrigens. So, Virum fliegt. Wir sind in der richtigen Orientierung. Wir fliegen sehr nah dran vorbei. Hier fügen wir mal ein Manöver hinzu und gucken uns an, wie wir den
Winkel ändern. 15, 14. Ja, das müsste eigentlich ein sehr guter Winkel sein. Wie hoch sind wir? 60 Kilometer. Okay, das Manöver gefällt mir. Und ich hoffe nur, dass wir unsere Signalstärke ausreicht. 18. Wir müssen doch auch irgendwo noch ein Relay haben. Nun ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ich will diese ganze Tour jetzt nicht nochmal machen. Nur weil ich keine, nicht an eine Antenne gedacht habe. So ist es halt manchmal, ne? So, und ich werde die Solarpaneele erst ausfahren, wenn wir angedockt haben. Weil ich möchte das sehen, wie das an der Station aussieht. So, 12 Sekunden. Wieder, sehr gut. So. Und wahrscheinlich können wir ihn da sogar schon treffen. Also, probieren wir es mal aus. Einmal abbremsen, abbremsen, abbremsen. Oh ja, das könnte gut werden. Ja, 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 ja. Da haben wir ein Rendezvous. So, mal gucken, wie nah wir kommen. 12 Kilometer. Und da können wir auch noch mal ein bisschen. Acht Komma vier, acht Komma drei, acht Komma eins, sieben Komma neun. Ich glaube, jetzt wird's sehr, sehr fummelig. Aber ja, 83. Das könnte gut werden. So, und einmal vorspulen zum Manöver. 7 Sekunden nur. Hallo, lieber Mühen. Ein bisschen vorspulen. Und da haben wir wieder... Ah, wir können über die Relay-Antenne der Myniosität haben wir wieder Kontakt. Das ist sehr gut. Und ab dafür. Und da sind wir in einem Orbit. Und das hier werde ich jetzt einfach nur mit Reaction Control Thrustern anpassen. Ha, 7,4. Näher kommen wir nicht wirklich ran. Aber das ist ja schon mal etwas. Also 7,4 ist gar nicht schlecht. Und von da aus können wir auf jeden Fall docken. Und dann gucken wir mal, dass wir Wir wollten doch noch Okay, wir ignorieren das hier jetzt, weil ich möchte ja noch die andere Stufe abstürzen lassen. Also machen wir das
einmal hier, einmal hierher vorspulen. Da ist Kerbin, da ist der Mühn. Und wir drehen uns in die entgegen... Ups, ich möchte nicht RCS benutzen. Wobei, kann ich ruhig. In die entgegengesetzte Richtung. Möchte nämlich langsamer werden. So. Und ich möchte die unterste Stufe auf den Mühn prallen lassen. Also einmal kurz. Und da haben wir Kollisionskurs mit dem Mühn. Vielleicht noch ein Stück. So. Sehr gut. Jetzt fällt die unterste Stufe dahin. Und wir drehen uns mal nach so. Und machen Stufentrennung. So. Und jetzt sind wir auf Kollisionskurs. Also das da und das hier. Heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Stoff geben. Und da haben wir wieder einen Orbit. Und wie nah sind wir hier? Vielleicht können wir da ein bisschen was. Jo. Und wir kommen der Sache auf 2,4 Kilometer näher. 2, 1,7, 1,1. 900 Meter, 600, 300, 200, 100. Na, das reicht mir doch. Und dann machen wir Ziel und orientieren uns so, dass wir Gegenschub geben können, um uns an der Geschwindigkeit der Luminosität anzupassen. Und unsere andere Stufe wird auf den Mond einschlagen und wir kriegen wieder Wissenschaftspunkte durch die Seismometer. Also einmal eine Stunde nach vorne und da ist die Luminosität. Und die Luminosität sichert uns auch die Funkverbindung, weil ich so doof war, keine Funkverbindung, nicht an eine Funkverbindung zu denken. Das Ding passiert in 10 Minuten, dann können wir mal 8 Minuten nach vorne. So. Wo ist denn hier die Luminosität? Ich sehe sie noch nicht. Achso, wir richten uns genau entgegengesetzt. Das heißt, sie müsste irgendwo hinter uns sein. Kann das sein? Oder vor uns? Wahrscheinlich noch zu weit entfernt. Entfernung 13 Kilometer. Naja. Gucken wir mal. In 21 Sekunden, das heißt, jetzt muss ich meinen... Triebwerk starten. Da sind wir 200 Meter Entfernung und irgendwo Richtung Mühen müsste sie sein. Manchmal ist es auch... Achso, ich habe die, glaube ich, nicht als... Habe ich sie als Ziel gesetzt? Doch, ich habe sie als Ziel gesetzt, ne? Ja. Sonst hätte ich jetzt auch nicht in die Richtung... burnen können. Denke. So. Und jetzt richte ich mich mal aus
in die Richtung, wo das Ding denn sich... Da soll es sein. Ich sehe aber nichts. Wie weit sind wir entfernt? Entfernung 800 Meter. Ah. Es ist wahrscheinlich... Es wird. In die Richtung soll es sein. Du siehst sie? Okay. Wir bewegen uns mal langsam drauf zu. Ich sehe nichts, echt. Mein Monitor ist ein klein wenig dunkler. Ah, da! Da, 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 da! Ja, neben dem Stern, da ist sie, die Muniosität. Aber sollte mir eigentlich... Da kommt sie angetaumelt, genau. Sollte mir eigentlich... auch eine Entfernung sagen, aber... Gut. Man kann nicht alles haben. Da ist sie, die Muniosität. Wir fliegen mal dran vorbei. So. Und jetzt. Einmal kurz. Jetzt werde ich mich zur Seite bewegen. Als Ziel setzen. So, und jetzt müssen wir eigentlich auch den Docking Indicator benutzen können. Und von hier aus steuern. So. Das ist... Ich weiß nicht, wer ihn kennt, den Docking Indicator. Das ist ein unglaublich hilfreiches Tool. Falsche Richtung. Man kommt manchmal mit den Richtungsangaben durcheinander. So, ich muss quasi das grüne Kreuz mit dem Fadenkreuz übereinander legen. Meine Fresse. Immer nur eine Richtung, André. So. Es wäre auch schön zu wissen, wie weit wir noch entfernt sind. So. So.
Und Docking. Hui, geschafft. Und jetzt... Ne, es wobbelt ein bisschen. Und jetzt drücke ich 1. Oh ja, das sieht schön aus. Da haben wir ein großes Solarpaneele und das Ding hat richtig viel Batteriepower. Sehr schön. Was haben wir? Bildschirmnachricht auf der Oberfläche. Eingesetzte Geräte zur Beobachtung. Mysteriöses Schleim hat 14 Punkte generiert. Sehr schön. So, und jetzt will ich wissen, wo ist denn unser Teilchen? Gucken wir mal. Das hier ist auf Kollisionskurs mit dem Mühn. Und da machen wir mal ein bisschen Zeitbeschleunigung, während wir hier um den Mühn kreisen. Und da wird es gleich einschlagen. Oh. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Wissenschaftspunkte wir da von dem Seismometer-Experiment bekommen. 5000, Höhe 4000, 3000. Auf der seismischer Sensor auf der Oberfläche vom Moon hat fast 198,26. Sehr schön, das hat auch ordentlich was gebracht. So, und jetzt gucken wir mal, wie es hier unseren Wissenschaftlern geht. Sie haben ein bisschen mehr Strom. Sie haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeug hier mitbekommen. Oh, und sie können einmal Magnetometerbericht. Und den können wir in das Forschungslabor reinstecken. Für 450 Daten. Ja, 90 Daten. Zack. Und nehmen wir den anderen und da machen wir Magnetometerbericht. Wie sieht es jetzt hier aus? Wissenschaft 202 und es sind jetzt mehr Daten. Ah, okay. Hat nichts gebracht. Es sind jetzt mehr Daten. Das Ding produziert 6,4 Wissenschaft am Tag und 202 können wir mal locker erstmal Crew aufleveln. Nicht Crew transferieren. Crew verbessern. Keine Erfahrung an Bord, aber wir übertragen jetzt die Wissenschaft. Daten werden nach Kerbin gesendet. Ja, und das ist mit der großen Batterie und den beiden großen Solarpanelen überhaupt gar kein Problem, die Daten runterzuschicken. Sehr schön. Unsere Station ist gewachsen. Ja, aber gutes Auge, Fellow Power, dass du sie da in dem schwarzen Hintergrund gesehen hast. Ich verlasse mich echt immer auf die Indicators. So, jetzt haben wir 1600 Wissenschaftspunkte und wir haben unsere Station erweitert. Die lassen wir mal so und mal gucken, was wir als nächstes dran bappeln. Das hier mit den ausfahrbaren Zylindern und den Solarpanelen, das gefällt mir schon ganz gut. Das Ding hier ist total schräg, aber so ist es eben. Alles klar, also zum Weltraumzentrum. Jo! Sehr, sehr gut. Wir haben jede Menge Kohle. Wir haben genug Geld, um das Wissenschaftsding hier aufzuwerten und noch mehr zu machen. Mal gucken, haben wir neue Missionen. Positionale Satelliten. Ja, nichts, was jetzt mich total mega reizen würde. Das ist großartig. Wir haben super viel Wissenschaft und super viel Geld. Damit können wir nächstes Mal richtig viel Zeug anstellen. So, ich habe von Fürchtnix noch einen Schluck Wasser und einmal streckt sich. Das streckt sich, muss ich dir zurückgeben. Ich bin jetzt schon irgendwie kaputt. Aber das Schlückchen Wasser bzw. Bananensaft nehme ich total gerne. Ja, ich mache nämlich jetzt
Schluss für heute. Nee, eine Sache wollte ich noch machen. Wir gucken noch mal nach dem Relay. Wo ist es denn? Wo ist denn unser Wecker? 387 Tage. Also, ja. Das bei MyStar 3000 ist ja ein bisschen von Kerbin weg, aber das dauert noch, bis wir da Manöver machen müssen. Also, ja, wir haben ja unsere Alarmglocke, aber das nächste Mal werden wir dann unsere Blicke auf Duna und auf Eve richten. Wahrscheinlich erst auf Duna, wo wir dann wahrscheinlich eine unbemannte Sonde hinschicken oder sowas. Aber ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das dann. Ich bin froh, dass wir Muniosität erweitert haben. Wir haben jede Menge Wissenschaft und können uns noch coole Sachen freischalten. Nicht so viele, weil es wird immer teurer hinten raus. Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Also, dann jetzt ganz kurzer Werbeblock. Ich freue mich, dass wieder ein paar Leute gefolgt sind. Wenn ihr noch da seid, nochmal herzlichen Dank. Und ansonsten allen, die zugeguckt haben, schön, dass ihr dabei wart. Ich hatte wieder richtig Bock heute und es hat auch Spaß gemacht. Nächste Woche Dienstag gibt es die Dienstagspolitik mit Romy Höhne wieder. Nächste Woche Mittwoch machen wir hier weiter, Kerbal Space Program. Und nächste Woche Donnerstag ab 19 Uhr spiele ich den Landwirtschaftssimulator 2019. Aber ich mache das nicht alleine. Ich mache das in Zusammenarbeit mit dem Haus der Wissenschaft und mit einer großartigen Wissenschaftlerin mit... wo ist denn ihr Name? Ach, der Rechner ist ausgegangen. Also mein Laptop hier nebenbei. Sonoko heißt sie. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und sie wird einiges zum Thema Bioökonomie und wie man Landwirtschaft nachhaltig gestalten kann und was es dafür an aktuelle Forschung gibt, erzählen, während ich mich in Farming Simulator 2019 ein bisschen herumstümpere. Und gleichzeitig gibt es dazu einen Game Jam. Das heißt also, wenn ihr jemanden kennt oder selber gerne auch mal Landwirtschaftssimulator spielt oder sogar moddet, ihr könnt damit bei einem Wettbewerb mitmachen und könnt direkten Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bekommen, die sich mit der modernen Landwirtschaftsforschung auseinandersetzen und dann halt vielleicht eine Mod bauen, die sich mit dem Themengebiet Artenschutz und Bioökonomie auseinandersetzt. Wenn ihr da Bock zu habt. Das passiert nächste Woche Donnerstag, schon ab 19 Uhr, auch hier auf dem Kanal. Und übernächste Woche ist die nächste Ausgabe von Kurz ausführlich mit einer großartigen Wissenschaftlerin aus dem Bereich der Krebsforschung. Und, ach um Gottes Willen, und Pfingstsonntag, nächste Woche, das Wochenende, Pfingstsonntag, der 23. Mai, ist der nächste plötzlich Wissensstream. Ist ganz schön viel Stream in letzter Zeit. Ja, vielleicht hat der ein oder andere Zeit, da vorbeizukommen. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten jetzt einen zauberhaften Abend euch noch. Gute Nacht und ja, schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Tschüss.